Ganz egal, ob du Anfänger bist oder schon eine Weile am Start bist und jetzt ein neues Interface suchst. In diesem Video schauen wir uns die besten Interfaces für Rapper, aber natürlich auch für Solokünstler an. Wir zeigen dir, worauf du beim Kauf eines Interfaces achten solltest, um dich vor einem Fehlkauf zu bewahren, und küren am Ende den Preis-Leistungssieger. Doch bevor wir mit dem Video starten, möchte ich dich noch auf unseren kostenlosen Newsletter aufmerksam machen. Dort bekommst du als Begrüßung 25 Beats zur kommerziellen Verwendung komplett kostenlos. Darüber hinaus bekommst du weitere kostenlose Instrumentals sowie exklusive Angebote von beatmaking.de. Wir von beatmaking.de haben es uns nämlich zur Aufgabe gemacht, dir dabei zu helfen, erfolgreicher mit deiner Musik zu sein. Doch genug Werbung, lass uns doch als erstes einmal über die verschiedenen Eigenschaften von Interfaces reden und worauf du beim Kauf unbedingt achten solltest. Fangen wir an mit den Ein- und Ausgängen. Aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass ich als Solokünstler nie mehr als einen Eingang an meinem Interface nutze. Wenn du allerdings vorhast, vielleicht noch eine akustische Gitarre in Stereo aufzunehmen, kann ein zweiter Eingang dennoch nützlich sein. Aber für die Aufnahme von Vocals ist es absolut unnütz, da benutzt man nie zwei Mikrofone. Außerdem solltest du bedenken, dass auch oftmals die Qualität der Analog- zu Digitalwandler meist etwas schlechter wird, umso mehr davon in einem Interface verbaut sind. Bei den Ausgängen verhält sich das eigentlich ähnlich. Ein Ausgang ist alles, was du brauchst für ein paar Monitore. Wenn du natürlich den Luxus von einem Nahfeld- und einem Mittelfeldmonitor hast, solltest du auf zwei umschaltbare Ausgänge achten. Kommen wir als nächstes zu den Kopfhörerausgängen. Mehrere davon sind zwar mega praktisch, wenn man zum Beispiel mit mehreren Leuten im Studio ist, die alle während der Aufnahme Kopfhörer tragen wollen. Ich selbst empfehle dir aber da eher einen Kopfhörerverteiler zu benutzen, weil der wirklich viel günstiger ist, als wenn du dir ein Interface mit irgendwie vier Kopfhörerausgängen holst. Ich habe da so einen ganz einfachen von Behringer. Produkt ist unten in der Beschreibung verlinkt, sowie alle anderen Produkte des Videos. Kommen wir als nächstes zu den Analog-Digital-Wandlern. Die Qualität der Analog-Digital-Wandler in einem Audio-Interface ist ein entscheidender Faktor für die Klangqualität der Aufnahmen. Hier gibt es deutliche Unterschiede zwischen günstigen Einsteigermodellen wie zum Beispiel dem Behringer UM2, was der eine oder andere vielleicht kennt, und hochwertigen Interfaces. Das Behringer UM2 zum Beispiel arbeitet mit 16-Bit und 24 kHz Wandlern, was zwar dem CD-Standard entspricht, aber bereits die Untergrenze und daher nur akzeptabel ist. 16-Bit bietet eine relativ geringe Auflösung und Dynamik. Feinste Details und Nuancen gehen da schnell verloren und der Klang wirkt etwas künstlich und steril. Professionelle Interfaces dagegen setzen auf 24-Bit oder sogar 32-Bit Wandlern mit 192 kHz Abtastrate oder mehr. Die deutlich höhere Auflösung von 24-Bit erfasst selbst die leisesten Nuancen und feinsten Obertöne naturgetreu. Der Klang ist einfach dadurch realistischer, lebendiger und detailreicher. Mittlerweile verbauen einige Hersteller, wie bereits angesprochen, schon 32-Bit-Wandler, bei denen es faktisch kein digitales Übersteuern gibt. Das ist schon ziemlich krass. Außerdem verwenden hochwertige Interfaces oft diskretere Wandlerschaltungen. Diese klingen einfach sauberer und haben weniger Nebengeräusche, wie zum Beispiel Rauschen, was gerade für Vocalaufnahmen, bei denen jedes Detail zählt, unfassbar wichtig ist. 16-Bit-Wandler, wie zum Beispiel der des UM2s von Behringer, sind deshalb nur bedingt dafür geeignet. Jetzt, wo wir die wichtigsten Parameter geklärt haben, möchte ich dir meine Top 3 Interfaces vorstellen. Als letztes zeige ich dir dann unseren Preis-Leistungstipp, also bleib unbedingt dran. Wenn dir das Video bis hierher gefallen hat und du auch in Zukunft gerne mehr über Musikproduktion und die erfolgreiche Vermarktung deiner Songs wissen möchtest, dann lass uns doch gerne ein Abo auf dem Kanal da und aktiviere die Glocke, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Wir sind auch immer offen für Vorschläge, also wenn dich irgendwas interessiert, dann ab damit in die Kommentare. Also, fangen wir an mit dem kleinen Bruder von dem Interface, welches ich auch selbst in meinem Studio benutze. Und zwar das Universal Audio Apollo Solo. Dieses Interface bietet mit Abstand eine der besten Wandler auf dem Markt. Dafür kostet es aber auch am meisten in unserem Ranking. Mit knapp 500 Euro bist du dabei. Das Interface wird von vielen Rappern gerne wegen seinen eingebauten digitalen Soundprozessoren genutzt. Diese ermöglichen es dir nämlich, aufwendige Effekte wie zum Beispiel Autotune in nahezu Echtzeit zu berechnen, und das nicht auf deinem Computer, sondern dem Interface direkt.
Das ist zum einen super praktisch bei Aufnahmen im Studio, aber auch für die Benutzung live auf der Bühne. Wie man Autotune übrigens ansonsten noch live verwenden kann, habe ich dir mal in diesem Video hier in der Infokarte verlinkt. Da habe ich das Ganze schon mal ausführlicher erklärt. Das UAD Apollo Solo hat einen Mikrofoneingang mit 24 Bit und 192 kHz sowie einen Stereoausgang für die Monitore. Wem kann man jetzt das UAD Apollo Solo empfehlen? Ich würde sagen, definitiv denjenigen, die schon eine Weile dabei sind und etwas Hochwertiges für ihre Aufnahmen suchen. Besonders für Künstler, die viel Autotune bei der Aufnahme benutzen, ist das Apollo eine sehr gute Wahl. Zudem hat man die Möglichkeit, legendäre Preamps wie zum Beispiel den Avalon VT737 oder den Neve Preamp als Simulation für seine Aufnahmen direkt über den DSP zu verwenden. Wenn dir das Apollo Solo etwas zu teuer ist, bleib trotzdem unbedingt dran, dann am Ende erfährst du, welches Interface unser Preis-Leistungssieger ist. Kommen wir nun zum zweiten Interface, welches ich dir empfehlen möchte. Es handelt sich wieder um ein Interface von Universal Audio und zwar das Volt 176. Das Interface bietet im Vergleich zum Apollo leider keine eingebauten DSPs, aber dafür ist es schon für knapp 190 Euro erhältlich. Das Interface hat ebenfalls einen Eingang mit 24 Bit und 192 kHz sowie zwei Ausgänge für die Monitore. Zusätzlich verfügt das Volt 176 noch über zwei extra Features, die es besonders machen, und zwar einen Vintage-Mode, der das Eingangssignal sättigt, und einen Kompressor, der dem legendären 1176 nachempfunden ist. Den 1176 benutze ich eigentlich auf all meinen Vocalspuren. Das ist ein richtig nicer, schneller Kompressor, sowohl für Gesang als auch für Rap. Man hat bei dem Interface verschiedene Modi, die man einstellen kann, ob man den eher schneller oder langsamer haben möchte. Das Einzige, was es dabei zu beachten gilt, ist, dass der Effekt halt mit auf der Spur aufgenommen wird und somit im Nachhinein nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Alles in allem ist das UAD 176 ein Top-Interface mit interessanten Extra-Features, weshalb es hier meinen verdienten Platz 2 bekommen hat. Kommen wir nun zum Preis-Leistungssieger und dem meiner Meinung nach besten Interface für die meisten Rapper da draußen, das Scarlett Solo. Das Scarlett Solo hat eine Dynamic Range von 120 Dezibel. Im Vergleich dazu, das UAD Volt hat ungefähr 110 Dezibel Dynamic Range. Das mag jetzt vielleicht zahlenmäßig nur nach 10 klingen, allerdings sind 6 dB die doppelte Lautstärke, da es sich bei Dezibel um eine logarithmische Skala handelt. Ansonsten hat das Scarlett einen Eingang und zwei Ausgänge, genauso wie die anderen Interface. Aber was das Scarlett besonders macht in meinen Augen und zum Preis-Leistungssieger dieses Rankings, sind die mitgelieferten kostenlosen Plugins, die man bekommt. Neben einem Channel Strip, EQ, Kompressor, Native Instruments Massive und einem Piano-Plugin erhält man außerdem Antares Autotune in der Access-Variante. Das Plugin kostet normalerweise 50 Euro, was die Hälfte des Kaufpreises vom Scarlett Solo entspricht. Autotune ist aus jeder modernen Rap- und Pop-Produktion eigentlich nicht mehr wegzudenken und das Ganze kriegst du kostenlos dazu. Das finde ich schon echt ziemlich geil. Ich hoffe, dieses Video konnte dir dabei helfen, das richtige Interface für dich zu finden. Wenn du das Video bis hierher gesehen hast, dann würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Hier links findest du nochmal ein Video über Autotune live und hier rechts nochmal ein anderes Video. In der Mitte kannst du wie immer abonnieren und dann hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, mach's gut, bis bald und ciao!